Mahlzeit, ihr Schlawiner, Gnome wieder hier. Ich bin mal wieder am Start mit eines der am schlechtesten bewährtesten Spiele auf Steam. Auf Steam! Und es ist Stronghold 3. Ich habe mir dieses Spiel gekauft auf Hardcopy, wie man auf Deutsch sagt. Ne? Ja, das war der Witz auf Hardcopy. Also als CD, als DVD. Für einen 5er Mediamarkt hier vor, glaub, 3 Monaten oder so. Habe das eine Weile nicht gespielt gehabt. Also es lag erstmal rum. Ungefähr einen Monat und dann habe ich es installiert gehabt. Und ja. Am schlechtesten bewertet. Das hat wirklich größtenteils negative Bewertung. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, ehrlich. Die Werbung, die gerade am Anfang lief, die gehört dazu. Die kann man irgendwie nicht überspringen. Das haben auch viele bemängelt, dass sie sich diese Kacke da immer reinziehen müssen. Zumal das Romance weniger interessant zu sein scheint, dass, als jetzt Stronghold überhaupt war. Und das scheint auch so ein, sieht eher aus wie so ein Mobile-Game. Kann man auch als Browser-Game spielen, aber nicht sonderlich aufwendig. Also ich würde es jetzt jedenfalls nicht spielen. Warum die meisten das schlecht bewerten, als Herrscher will man ist folgendermaßen. Sie haben hier keine Scharmützel, wie das heißt. Ich weiß nicht genau. Ich habe mich versucht daran zu erinnern. Dachte ich, was fehlt denn hier? Und ich habe die Original-Stronghold-Version auf, die waren auf einer Computerbildspiele CD oder so, um 2003 rum. Das Spiel selber ist ja von 2001. Und ich kann mich ums Verrecken nicht daran erinnern, was für Modus die meinen. Die nennen das Skirmish, ne? Also es müsste Scharmützel sein, also so kleine, oder Geplänkel, Geplänkel würde das heißen. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, wie das ausgesehen haben soll. Jedenfalls haben sie alle bemängelt, und den Königsmodus, Kings Mode oder irgendwie so, gab es auch noch, oder ist auch nicht mehr da. Jedenfalls fehlt hier alles Mögliche, was sie halt bemängelt. Ich denke mir, okay, ja, habe ich wahrscheinlich nicht gespielt, brauche ich wahrscheinlich nicht. Fehlt jedenfalls. Das nächste Ding ist, von der Geschichte, wie man jetzt zum Beispiel auch sieht, so am Anfang, diese Schwarz-Weiß-Zeichnung, also dafür, dass sie erstmal sehr grobkörnig sind, ja, das sieht so grobkörnig aus. Manchmal sieht es aus, als hätten sie so ein 200x200 Pixel-Bild einfach komplett aufgebläht und dann halt irgendwie halt besprochen, also halt so einen Kommentar dazu gemacht. Ich muss sagen, die Geschichte selber ist ja relativ unterhaltsam, aber teilweise auch irgendwie unsinnig. Ich habe jetzt zum Beispiel mal zuerst angefangen mit dem Wirtschaftsmodus. Ich habe halt diese Wirtschaftskampagne gespielt. Das sind nur 8 Episoden und dann ist das vorbei. Ich habe die eine nochmal gespielt, weil ich dachte, ich habe die nicht geschafft. Was heißt nicht geschafft? Ich war mir sicher, dass ich sie beendet hatte und ich habe das auch aufgezeichnet. Ich habe dann gesehen, ich habe sie beendet. Dann kam halt noch ein bisschen gequasselt und dann dachte ich mir, okay, für dieses Video zeichne ich dann das nochmal, zeichne ich halt die nächste Episode auf. Ja, und da ist gar keine. Das heißt, das sind nur 8 Wirtschaftsepisoden. Da dachte ich mir, okay, das ist ja ziemlich mies. Echt wenig. Und hab dann diese Militärkampagne gespielt und da ist auch nicht viel mehr zu holen. Und ich dachte mir, das kann doch nicht sein, das ist schon alles. Das ist alles. Ja, da gibt es noch die Falstaff oder Blackstaff-Kampagne. Die habe ich noch nicht ganz durch, aber ich kann verstehen, dass die Leute das irgendwie blöd finden. Also das Hauptproblem meiner Meinung nach bei dem Spiel ist, es ist langatmig. Das heißt, es gibt hier wirklich nicht viel zu holen. Es ist unheimlich, wie soll man sagen, ausgedünnt. Ja, unheimlich verwässert. Die ganze Action fehlt eigentlich. Und natürlich könnte ich hier freies Bauen oder irgendwie so eine Einzelkampagne spielen. Die wäre vielleicht ein bisschen aufwendiger, aber so ist das eigentlich ziemlich mies. Meistens ist es so, wenn man irgendwas nicht schafft, muss man kurz überlegen, okay, wie hat man angefangen, wo ist man weitergegangen und dann kommt man eigentlich weiter. Anders als beim Stronghold HD, also die remasterte Version, die unheimlich beknackt ist, die ist so beknackt, ich kenne das Original Stronghold. Ja. Bei Stronghold HD ist es folgendermaßen, man hat total beknackte, gescriptete Events, das heißt, ständig kommen irgendwelche Räuberbanden und so, die einen auch teilweise wirklich das Leben schwer machen. Ja, meistens hat man einen überstanden, dann kommt schon wieder die nächste und dann gleich wieder die nächste. Manchmal kommen zwei gleichzeitig. Das ist total behindert gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem kommen die auch recht schnell am Anfang dann, wo man eigentlich keine Truppen hat, weil man sich ja, man hat ja bestimmte Aufbaumuster, ne? Und die muss man ja, die hält man sich mehr oder weniger. Das nächste ist natürlich dann Brände ohne Ende. Ich habe teilweise, ohne Quatsch, ich hatte das aufgezeichnet, aber ich habe es jetzt einfach weggeschmissen gehabt, weil mir das einfach zu blöd war, das auch irgendwie noch großartig zu kommentieren. Also, man hat sehr viele Probleme mit Bränden. Selbst ich habe ständig Brände gehabt, obwohl ich 50, 60 Brunnen habe, weil die Gebäude so schnell abbrennen. Ja, oder selbst wenn sie nur anfackeln. Sie sind dann nicht weiter funktionstüchtig, man muss sie abreißen und neu bauen. Und das ist zum Beispiel auch unheimlich beknackt. Das nächste Ding ist,
Hungersnöte. Ständig hat man Hungersnöte. Und wie meinte schon einer, es kann doch nicht sein, dass ich 30 Farmen für 15 Leute bauen muss. So eine Art. Ja, nur damit die ausreichend zu essen haben. Und das ist nämlich auch das Ding. Und also ich weiß nicht, was Firefly sich gedacht hat. Diese ganzen, also die neue Version oder die aufgewertete Version von Stronghold und dieses Spiel hier so beknackt zu machen. Irgendwas ist falsch gelaufen bei denen. Irgendwo haben sie eine falsche Abbiegung genommen. Und hier ist zum Beispiel so, das ist mir auch schon aufgefallen, abgesehen von der Langeweile, Bugs. Das sind wirklich Bugs ohne Ende. Ja, ich habe eins gehabt, da habe ich alle... alle Sachen, die erfüllt werden müssten, hatte ich erfüllt und das Spiel läuft einfach, es beendet nicht. Die Runde wird einfach nicht beendet. Und ich denke mir, was soll ich denn noch machen? Ja. Und dann habe ich das stundenlang laufen lassen. Es ist nicht zu Ende gegangen. All diese, ihr seht ja alle links da, diese Anzeigen. Das sind meistens die Sachen, die erledigt werden müssen. Grüner Kreis ist dann, also wenn er voll ist, ist er voll. Ne? Und dann hat man diese Aufgabe erledigt. Es war alles fertig. Und der Zeitraum ist ja relativ egal. Man hat eine gewisse Zeit, wo man noch Punkte bekommt. Wenn man drüber hinaus ist, bekommt man einfach keine Punkte mehr. Aber die Aufgabe ist erledigt. Ich habe das recht schnell fertig gehabt. Und es wird einfach nicht beendet. Ich habe sie dann nochmal gespielt, genau dasselbe gemacht. Und dann war sie beendet. Und dachte mir, kann doch nicht sein. Was hier auch oft war, gerade in dieser Karte, die ich jetzt hier gerade spiele, oder die jetzt hier gerade zu sehen ist, Einheiten, gegnerische Einheiten, die einfach festhängen, die man nicht töten kann, die irgendwo einfach festhängen. Und dadurch verhindern, dass man... Oh, es tut mir leid. Ich weiß, ich muss kurz einen Schluck trinken. Ich weiß nicht, woran es liegt. Könnte ich alles... Jetzt habe ich auf die Scheiße dazu gekleckert, weil ich alles so schön hektisch gemacht habe. Gut, war Matsch. Egal, lass ich eintrocknen. Jedenfalls führte das dann dazu, dass man an diesen Stellen nicht bauen kann. Und der Radius ist relativ groß, wo man nicht bauen kann. Und das ist einfach nicht normal. Das kann nicht angehen. Es kann nicht sein, dass ich... Nur weil ein gegnerischer, oder weil ein gegnerischer Gegner, ja, weil ein Gegner nicht, oder verpackt ist, dass man ihn nicht umnieten kann, dass man da wirklich in einem Radius von irgendwie 1 Kilometer nicht mehr bauen kann. Ich habe es auch schon gehabt, dass die Mission nicht beendet war, weil alle Gegner, ich habe das oben gehabt, da war nämlich dieses Zeltlager, und da hatte ich einen gehabt, der hängen blieb. Der konnte man einfach nicht umnieten, und dann wurde diese Mission nie beendet. Und ich dachte mir, was soll ich denn machen? Das Blöde ist, wenn man Truppen raufschickt, die bleiben auch dann hängen. Die bleiben da alle hängen, stehen alle hintereinander, also aber an einem Punkt und werden nach und nach getötet. Weil diese verbuggte KI-Gegner kann ja weiterkämpfen und der tötet die dann auch. Der tötet ihn auch nach und nach, das dauert dann Minuten und dann hat man alle seine Truppen verloren und der Gegner ist immer noch da und man kann diese Mission einfach nicht beenden. Ich kann nachvollziehen teilweise, dass Leute das Spiel so schlecht bewertet haben, denn... Es ist nicht nur, dass es Firefly ist, es ist auch noch die dritte Installation, nachdem sie auch Zwischenspiele veröffentlicht haben. Ja, nicht nur Stronghold 1 oder Stronghold 2, sondern auch noch Stronghold Crusader. Dann gab es ja noch Stronghold Online, also dieses, was man im Browser spielen konnte. Also Multiplayer-Spiel im eigentlichen Sinne. Und so weiter und so fort. Also sie haben zwischendurch mehrere Teile oder Nebenteile veröffentlicht. Und dafür wirkt dieses Spiel unheimlich... anfängermäßig. Ja, so muss man es eigentlich wohl sagen. Anfängermäßig. Man hat das Gefühl, hier ist eine Firma am Start, die gerade erst angefangen hat und dann halt einen Haufen verpackter Kacke raushaut. Und wo man sich denkt, ja, kann ja nicht sein. Du kannst doch nicht so ein Spiel mit deiner Erfahrung raushauen und dann erwarten, dass die Leute das toll finden. Hier wurde nichts gepatcht. Hier ist alles noch so, wie es vorher war. Ja, ich hätte doch zu wenigstens, und das ist ja auch das nächste Blöde, ich kaufe mir also die DVD-Version, muss dieses Spiel über Steam aktualisieren oder über Steam installieren. Wozu brauche ich Steam, wenn ich mir die DVD-Version gekauft habe? Das ist nämlich das Nächste, ja, womit alle Firmen heutzutage, was alle Firmen falsch machen. Ich könnte dieses Spiel offline gar nicht spielen. Ich habe das Problem gehabt, als ich eine Zeit lang bin ich umgezogen, hatte ich einen Monat oder so kein Internet, ja, und ich kaufe mir in meinem örtlichen Laden da so ein paar alte Klassiker. Ey, die mussten alle mit Steam installiert werden. Dachte ich, das kann doch nicht sein. Vor allem, es war nicht möglich überhaupt, das ist eigentlich jetzt eine Nebengeschichte, aber es war nicht möglich, jedenfalls Spiele offline zu spielen, weil da stand, erfordert Registrierung oder erfordert Xbox, Microsoft Live-Konto und so weiter und so fort. Dachte ich mir, das ist ja bescheuert. Wozu soll ich mir so ein Spiel kaufen? Ja. Und da habe ich, glaube ich, von 5 Spielen, ich habe also selber nicht drauf geachtet, ist auch meine eigene Schuld, aber ich wusste nicht, dass überall, da war immer teilweise nur kleingedrucktes hier, erfordert Steam-Konto oder so. Ne? Und ich glaube, ich komme von 5, 6 Spielen, die ich mir gekauft habe, konnte ich 1 spielen. Total bescheuert, ja. Jedenfalls, grafisch wurde es auch schon bemängelt hier, dieses Spiel. Grafisch finde ich es jetzt nicht so schlimm, sieht halt aus wie Stronghold 2.
Und der Abstand zwischen beiden Spielen ist jetzt nicht so weit. Und ich glaube, die haben es auch so gemacht, damit das auch auf älteren Computern noch läuft, weil nicht jeder holt sich heutzutage, heißt ja mal, ja, jeder holt sich heutzutage einen neuen Rechner. Nee, nee, ich kenne Leute, die haben 6 Jahre denselben Rechner, tauschen vielleicht mal die Grafikkarte aus oder so, ne? Oder irgendwelche Komponenten, die vielleicht ausfallen, aber das war es dann auch. Ne? Also ist es natürlich so weitestgehend optimiert, dass es auch auf anderen Spielen läuft. Das nächste Problem, was einige Leute haben, ist, dass es zum Beispiel nicht vernünftig auf Windows 10 läuft oder fast so gut wie gar nicht auf Windows 11. Was ich jetzt noch nicht hatte, bis auf einmal ständige Abstürze, haben auch welche berichtet. Gut, das Problem hatte ich jetzt nicht. Ich habe das einmal gehabt, da hatte ich auch gleich einen Bluescreen und musste den Rechner komplett ausmachen hinten, weil das Ding einfach nicht mehr zu also auch die Reset-Taste hat nichts mehr funktioniert. Ich weiß aber nicht, ich habe zufällig dieses Spiel gespielt, ich weiß aber nicht, ob das mit dem Spiel zusammenhängt. Seitdem hatte ich das nicht mehr. Könnte also auch ein anderer Fehler sein. Vielleicht war der Rechner zu lange an oder der Arbeitsspeicher war komplett voll. Wie gesagt, das Problem hatte ich nicht. Mein Hauptproblem ist, dass das Spiel halt unheimlich langweilig ist, dass die Kampagnen recht kurz sind und hier einfach, ja, wenig Inhalt ist. Hier ist wenig Inhalt in diesem Spiel und die Action fehlt. Selbst wenn man so die kämpferischen oder die Militärkampagne macht, die sind so bocklangweilig. Und ja, die Bugs. Die Bugs, dass man teilweise einfach die Mission nicht beenden kann, vor allem wenn man dann schon eine ganze Weile damit beschäftigt ist. Und einige Sachen brauchen hier locker 45 Minuten oder mal eine Stunde, weil auch alles relativ lange läuft. Man kann ja auch die Geschwindigkeit nicht erhöhen. Das ist nämlich das nächste Ding. Ich weiß, bei Stronghold, beim ersten Stronghold, konntest du die Geschwindigkeit erhöhen. Lief dann alles ein bisschen schneller, damit du dir alles nicht ewig noch angucken musst. Ne? Und hier ist das halt nicht der Fall. Und ja. Was soll ich sagen? Große Enttäuschung. Gut, ich habe nur 5 ausgegeben für die DVD, ne? Und da waren halt beide Spiele mit bei. Was nicht angegeben war, ich habe mir erst nur gewundert, wieso habe ich hier Stronghold HD mit drauf. Ja, plötzlich bei Steam in der Bibliothek. Aber es ist halt wie es ist. So, jetzt muss ich mir erstmal auch ein bisschen die Stimmbänder ölen. Ich merke schon, ey, irgendwas hängt mir da quer. Jedenfalls, ja, extrem schlecht bewertet auf Steam. Stronghold 3. Eigentlich schade. Ich mochte die Stronghold-Reihe immer. Ich mochte auch Stronghold 2, obwohl ich es teilweise echt ein bisschen daneben fand. Und was hatte ich noch? Stronghold Legends. Genau, das gab es ja auch noch. Das fand ich, okay, das fand ich echt schwer. Stronghold Legends fand ich echt schwer. Ja. Aber die ersten beiden Stronghold-Teile, Stronghold 1, 2 und Stronghold Crusader, einer meiner Lieblingse, scheiße, jetzt habe ich echt Lieblingse gesagt, einer meiner Lieblinge, ich wollte glaube ich Lieblingsspiele sagen, habe es noch abgekürzt. Ja, und dann gab es ja noch Stronghold Crusader Extreme, okay, das fand ich bockschwer. Das war wirklich bockschwer, das war mir eigentlich schon zu heavy. Ne? Aber für die ganz Geisteskranken, die könnt ihr einmal ausprobieren. Ich kenne niemanden, der das irgendwie wirklich weiter durchgespielt hat. Und auch offensichtliche Cracks, ich nenne sie jetzt mal so, hatten schon das Problem, dass sie meinten, ey, das ist wirklich bockschwer. Ja, das ist zu extrem. Und ja, da dachte ich mir so, ich wollte schon lange Stronghold 3 spielen. Das ist ja schon wirklich uralt, ich glaube 2011 oder so, ne? Und ja, war echt enttäuscht, wenn man bedenkt, erster Stronghold von 2001, zweiter von 2005, das hier von 2011 und so verbuggt, so kaputt und das auch wirklich auf eine DVD pressen zu lassen und oder wie auch immer, ja, ob man sich das jetzt digital kauft oder halt als physische Version, was letzten Endes ja auch kaum einen Unterschied macht, du hast dieselben Bugs, die haben nichts behoben, überall derselbe Dreck und es wirkt so wie, ja, schnell raushauen. Aber viele Firmen, die eigentlich einen guten Ruf hatten, sind ja mittlerweile für den Arsch, haben einen sehr schlechten Ruf. Electronic Arts zum Beispiel, Blizzard und wahrscheinlich auch bald Firefly. Ich war so enttäuscht. Das ist so ein grottiges Spiel. Man spielt's, aber es ist so langweilig. Ja, und selbst wenn man einmal eine Mission verkackt hat, habe ich auch schon gehabt. Ja. Einfach weil ich nicht darauf geachtet habe, weil es so langweilig war. Habe ich schnell neu angefangen, habe es ein bisschen zügiger gemacht, habe den Fehler, den ich gemacht habe, nicht gemacht und dann war die Sache auch erledigt. Ne? Aber teilweise ist es ja einfach, bis die Sachen erledigt sind, vergeht so viel Zeit. Ich bin da einmal bin ich duschen gegangen, weil hier tatsächlich, da brauchte ich Ruhm oder Ehre oder wie auch immer das hier heißt, ne? Also diese Krönchen. Und hier ist auch nichts weiter passiert. Ich hatte keine Angriffe, also kamen keine Gegner, die mich angegriffen haben, also brauchte ich auch keine Truppen. Es musste nur irgendwas produziert werden. Und da bin ich erstmal duschen gegangen und so. Und hab mir eine Stulle gemacht, weil ich mir dachte, bis das hier fertig ist. Und als ich wiederkam, hatte ich immer noch nicht genügend Ruhm und so. Aber ich hatte noch auch ewig Zeit. Ich hatte das Gefühl irgendwie, okay, ich habe insgesamt 12 Echtzeitstunden Zeit, um das hier zu erledigen. Und da dachte ich mir, okay, das lohnt sich nicht. Ja, was soll ich sagen? Also zusammengefasst, Stronghold 3, bocklangweilig, verbuggt. Andere Leute haben mehr Probleme als andere wiederum. Es läuft teilweise nicht auf den moderneren Betriebssystemen.
Und ja, durch und durch, also maximal durchwachsenes Spiel mit eigentlich keinem Was Wiederspielfaktor. willst du? Gib mir Ja, den also Feuer! ich würde es jedenfalls, wenn ich es durch hätte, wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre nicht nochmal spielen und wahrscheinlich auch später auch nicht mehr. Dann haust Grundsätzlich du dir Feuer wahrscheinlich machen. zwei Missionen Du rein, und denkst dir, Vergnügen der nee, jetzt weiß Unterwelt. ich, warum ich so lange nicht gespielt habe. Wir werden Naja, angegriffen. jedenfalls extrem schlecht bewertet auf Steam, Stronghold 3. Danke fürs Zuschauen. Könnt ihr gerne ein Abo hinterlassen, wenn ihr mein Gestammel so mögt. Ich hoffe, ich schneide die Huster raus, wenn ich es nicht wieder vergesse. Wahrscheinlich werde ich es vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Wie gesagt, Abo hinterlassen, mal die Glocke läuten und wir sehen uns beim Wir nächsten bewegen Video. uns. Haut rein. Schönen Bevor ich Abend mich noch. jetzt zum 10. Mal wiederhole hier. Tschüss, tschüss.